Und weiter den Weg entlang. Oder den Weg entlang. Ich glaube, der hier ist wichtiger. Also, schön mit S vorwärts gehen. Kleine Schritte. Kleine Schritte. Ah, das mit dem Heiltrank, mit dem Heilzauber sollte echt mal klappen. Oh, ein neuer Schlüssel. Irgendwas Besonderes? Nein, einfach nur Schlüssel. Okay, also Runensack. Alle Runen zurück in den Sack. Und jetzt, da wir ein Level-Up hatten, oder sogar zwei, seitdem wir das letzte Mal probiert haben, probiere ich jetzt mal IBM. Achso. IBM. Nicht genug Mana. Nee. Dann haben wir noch Essen. Da haben wir schon mal nichts. Der Beutel ist fast immer leer. Da ist auch nichts. Also wir haben keinen zu essen mehr. Das ist auch nicht gerade schön. Denn wenn wir irgendwann kein zu essen mehr haben, können wir auch nicht mehr schlafen. Vorsichtig, vorsichtig. So. Also der Schlüssel hier, der neue. Oh, ein goldener Koffer. Jo, Gold. Gold, 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 Gold. Mitnehmen. Zack. Reingucken. Er ist leer. Was? Okay. Soll das irgendein Hinweis sein? Nö, Wände sind alle normal. Jetzt vielleicht Heilzauber? Nicht genug Mana. Okay. Also das war der Raum, wo die ganzen Würmer herkamen. Vielleicht waren die Würmer in dem Koffer. Na gut, wir müssen jetzt erstmal springen. Ja, das war knapp. So, Weg folgen, Weg folgen, Weg folgen. Links war eine Sackgasse. Links kommen wir her. Da wird hier bestimmt gleich wieder eine Sackgasse sein. Das ganze Labyrinth war ja eigentlich nur dazu da, den Schlüssel zu finden, wenn man dem Zwerg trauen darf. Und man kann ihm einigermaßen trauen, wenn man denn genau versteht, was er meint. Oh, da ist eine Tür. Und da gehen wir auch gerade hin. Okay. Bist du der Spiralraum? Wir sind nämlich gerade spiralmusterartig runtergelaufen. So. Tür ist abgeschlossen. Passt nicht. Und jetzt den Schlüssel, den wir gerade am Ende der Goldenen Straße gefunden haben. Passt. Also wird das der Spiralraum sein. Und das sind zwei Tränke. Ja. Erstmal kommst du jetzt da rein. Und du kommst auch da rein. Und dann hätte ich gerne so umsortiert, dass sie oben sind. Nämlich so. Und du. So. So. Weg. Aufheben. Du dahin, du dahin. Jetzt haben wir einen Gifttrank und einen Flugtrank. Unser Gift ist ja jetzt tollerweise ausgelaufen. Das heißt, wir könnten das nicht so austricksen, indem wir vergiftet noch ein Gift trinken. Aber erstmal gucke ich, ob hier unten noch irgendwas ist. Zum Beispiel eine Geheimwand wie hier. Oh, doch nicht. Sieht so ungleichmäßig aus. Aber es gehört wohl so. Ja. Genau. Jetzt haben wir den Flugtrank. Und den Flugtrank brauchen wir, um zu dem Lagerraum zu kommen, den der Zwerg meinte. Nur wo ist der Lagerraum? Er hat irgendwas vom Südosten gefaselt. Was natürlich nicht stimmen muss. Was zur Hölle? Ach, ein Kopfloser. Ja, dich kenne ich. Du bist eigentlich tierisch schwach. Aber keine Ahnung, ob du auch in diesem Spiel tierisch schwach bist. Wir treffen ihn schon mal recht schwer. Jo. Oh, 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 oh. Und der ist tierisch schnell. Flucht. Flucht, 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 Flucht. Ja, also wir könnten jetzt die Tränke trinken und wegfliegen. Aber wenn wir einfach in der Panik beide Tränke trinken, dann wird
garantiert der Gifttrank dabei sein. Das wäre nicht so wirklich sinnvoll. So, hoch. Hoch, 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 hoch. Du bist ja immer noch da. Komm, 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 komm. Weiter, 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 weiter. Der ist bestimmt noch hinter uns. Jo, da. Also für so ein altes Spiel ist das Pathfinding echt super. Ich hätte schwören können. Ah, dass wir ihn schon abgehängt haben. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Da geht's raus. Raus, 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 raus. Tür zu machen. Du bist kopflos, du kannst bestimmt keine Tür öffnen. Aber wir stehen im Weg. Wir können sie nicht schließen. Aber Cher, er kommt nicht hinterher, das ist das Wichtigste. Jetzt zaubern? Nicht genug Mana. Okay, versuchen wir einfach zu schlafen. Wir werden nicht überrascht, das ist schon mal gut. Du weg. Alle ruhen zurück. In Loa. Licht. So. Garstiges Viech. Also die Kopflosen, die ich aus Ultima Online kenne, waren wesentlich schwächer. Also auf keinen Fall stärker als ein Skelett. Und Skelette können wir einfach so umhauen. Aber vielleicht habe ich mich auch zu schnell in die Flucht jagen lassen. Wir hätten einfach nur länger draufhauen sollen. Sei es drum. Schwert raus. Kopflosen suchen. So, so, so. Wir könnten einfach runterhopsen. Und wo ist der jetzt hin? Ha. Okay, er war also ganz am Ende von diesem Spiralending. Oh, ein bisschen eine Abzweigung. Gucken wir erstmal in das Innere. Das hier. Ja. Da liegt schon mal was. Was bist du? Ein Pfeil? Armbrustbolzen. Mitnehmen. Da rein. Düdel-düdel-düdel. Düdel-düdel-düdel. Oh. Ein exzellenter Dolch, der ist bestimmt gut was wert. Und Beinschoner, die mehr aushalten unsere jetzigen. Du dahin, du dahin. War der Kopflose? Ah, war der Kopflose weg, wollte ich gerade sagen. So, Schwert raus. Und rauf da. Kurzschwert ist beschädigt. Wow. Das war ein sehr starker Treffer. Noch ein starker Treffer. Also bei uns. Gleich sind wir Geschichte. Oh. Und das Schwert ist kaputt. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und wieder fliehen. Lauf, Forest. Das ist echt ganz schön abgefahren. So, lauf, 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 lauf. Wo sind unsere Waffen? Hier nicht, da. okay, du dahin. Beutel. Genug Mana müssten wir jetzt hier haben. Also das weg. Und IBM. Oh. Sehr schön. Braucht relativ viel Mana, aber kostenlose Heilung. So, auf ein neues. Ein, zweimal haben wir ihn ja getroffen. So, schon mal Waffe ansetzen. Stichschaden müsste mit dem Dolch ganz gut klappen und ich hoffe einfach mal, dass der Dolch unter Schwerter fällt. Was ist das denn? Schrott, da hinten ist er. Haha. Nimm
das, du kopfloses, pelziges, klauenwertes Ding. Stich. Stich. Oh. Ich will nicht schon wieder fliehen müssen. Oh, oh. Oh, oh. Nicht genug Mana. Lauf, 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 lauf. Müssen wir jetzt echt zum Ankh zurück und diesen Angriffsdingens benutzen? Ich weiß ja nicht. Also entweder das oder wir erhöhen nochmal unsere Mana-Vorräte, um uns öfters heilen zu können. Das müsste ja eigentlich auch was bringen. So oder so erstmal weg hier. So, hier dürfte er nicht mehr folgen können bis hierhin. Okay, zurück zum Runensack. Und den anderen Zauber ausprobieren. Das war falsch. Und den anderen Zauber ausprobieren. Und zwar. Komisches Ding. Fehlgeschlagen. Und da. Damit haben wir gerade Essen beschworen. Nicht unbedingt so toll. Aber. Also, in diversen anderen Spielen, weil man meistens Essen recht schnell bekam. Aber hier im Unterreich klingt das doch sehr praktisch. Du kannst das nicht benutzen? Wie jetzt? Du bist leer. Geh mal da rein. Aufheben. Essen. So. Jetzt dürften wir schlafen können. Also wahrscheinlich hätten wir auch vorher schon schlafen können, aber ich wollte nicht schlafen, ohne einigermaßen satt zu sein. Oh, noch mehr Essen. So langsam sagt er es voll. Fehlgeschlagen und Käse. Ja, ist ganz schön hungrig. Okay. Wir haben Zeit. So, fehlgeschlagen. So, er ist voll. Das ist schon mal sehr gut. Du jetzt weg. So, E, B, M. Dann haben wir unseren neuen Heilzauber. Und jetzt probieren wir es nochmal. Ich will diesen kopflosen, komischen Typen da umbringen. Oh. Mir fällt gerade was ein. Der Zwerg sagte, man muss fliegen können, um zum Lagerraum zu kommen. Vielleicht war das nicht wörtlich gemeint. Also man muss nicht nach oben zu irgendeinem schwer erreichbaren Punkt fliegen können, sondern einfach nur hinter den Kopflosen. Dann gucken wir mal. Erstmal unten zielen, bitte. Ja. Dann geradeaus gucken. Und gleich müsste er kommen. Kurz das Licht an, weil ich nicht Lust habe, die Zauber da neu zu orientieren. Und da ist er. Kaschan. Er hat geblutet, also kann er sterben. Wenn wir ihn irgendwann mal treffen würden. Durchbeschädigt, ist schon mal nicht gut. Oh, noch ein Treffer bei ihm. Noch ein Treffer. So, oh oh. Es ruckelt ganz schön bei uns. Also die Treffer. Dolch weiter beschädigt. Lebenspunkte sehen noch okay aus. Und jetzt langsam nicht mehr. Aber wir haben schon gut Treffer reingewirkt. Komm, 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 komm. Oh, 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 oh. Heilung. Lauf, 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 lauf. Kleine Heilung. Trotzdem weiterlaufen. Also ja, es kann echt gut sein, dass der Kopflose da unsterblich ist. Und wir gar nicht ihn besiegen sollen.
Aber darf ich jetzt einen Levitationstrank opfern, in Anführungszeichen? Ich weiß ja nicht. Aber wenn das so weitergeht, dann haben wir irgendwann kein Dolch mehr und keine Rüstung und kein überhaupt, weil das alles nach und nach kaputt geht. Nee. Okay, erstmal schlafen. So. Dann könnten wir jetzt Licht machen. Ach Mist, ich habe die Laterne ausgemacht, richtig? Nee, ist alle. Benutzen Lampenöl, Laterne. Also, immer dran denken, Licht ausmachen vorm Schlafen. Was wollte ich jetzt? Genau, ich wollte Licht machen. Nicht mit der Laterne, sondern mit dem anderen Ding. Also, in Lore. Zurück. IBM. So. Und jetzt sichern wir noch kurz und danach probiere ich einfach mal hier taktisch runterzuspringen. Also, bis gleich.